Hallo, ich bin Steffi und das ist Bahnwärter Thiel, eine novellistische Studie von Gerhart Hauptmann aus dem Jahre 1888. Ich würde euch gern heute erläutern, welche Merkmale dieses Buch zu einem typischen Werk des Naturalismus machen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Buch gelesen habt. Ansonsten wisst ihr sicherlich ja auch ungefähr, was eine Novelle ist und was sich hinter den Begriffen Naturalismus und Realismus verbirgt. Den ersten Aspekt, der darauf hinweist, dass Bahnwärter Thiel ein naturalistisches Werk ist, haben wir schon hier. Bahnwärter Thiel selbst. Er gehört der Arbeiterschicht an und sein Milieu wird beschrieben. Das gab es vor dem Naturalismus nicht. Es war sogar sehr schockierend. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.